Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Rome Total War Online Battle von mir. Besser gesagt Special, denn heute kommt der dritte Teil raus. Und zwar von unserem 3 gegen 3 Kampf mit Günther Shadow und Scipion zusammen. Heute gehe ich auf die Armee von Scipion ein, in diesem Video, in dem ich euch seine Sichtweise erkläre. Ja, wie ihr seht, ist er ziemlich weit abgeschottet von der feindlichen Armee. Deswegen war auch seine Aufgabe, erstmal schnell anzukommen und dann, wenn möglich, die Flanke, die rechte Flanke von Günther Shadow zu unterstützen. Ja, wie wir auf seine Armee eingehen, das könnt ihr alles euch nochmal in meinem Video angucken. Den Link findet ihr zum Ende des Videos oben links. Naja, und dann legen wir mal los. Also er richtet sich hier recht schnell links aus, weil er halt sich auch beeilen musste. Ich spule mal ein bisschen vor. Seine Bogenschützen in erster Linie, seine Streitwagen ganz weit zurück. War natürlich riskant, wenn die von Bogenschützenfeuer in Beschuss genommen worden wären. Besonders mit Feuerfallen wäre es ein ganz schönes Problem gewesen. So, spulen wir wieder ein bisschen weiter vor. Die Aufstellung von Scipion ging halt recht schnell, weil er eben ein sehr kleines Heer hatte im Vergleich. Aber dafür gut geupgradet, muss man sagen. So, die Schlachtaufstellung müsste auch gleich fertig sein. Dann legen wir mal los. Seine Aufgabe war es halt schnell vorzumarschieren, schnell zur Unterstützung zu kommen. Anfangs passiert nicht viel, aber man sieht jetzt hier, wie viel Entfernung zwischen den griechischen Städten und halt Scipion liegt. Deswegen sollten sie sich natürlich auch beeilen, möglichst schnell da zu sein, damit Scipion schnell Unterstützung genießt von seiner Armee. Ja, es war halt eine sehr knifflige Position zu verteidigen, um ehrlich zu sein. Gerade weil Scipion so weit abgeschottet war und weil ich so nah an zwei feindlichen Armeen war, hatte ich natürlich ein ganz schönes Problem gehabt. Ich musste, war halt ziemlich in die Zange genommen und seine Aufgabe war es halt schnell da zu sein, dass er möglichst schnell die Flanke unterstützt von Günther Shadow. Weil es halt auch die beste Position für ihn gewesen wäre. Man sieht halt, wie er auch vorrennt hier. Sich richtig beeilt. Da kann man auch erstmal vorspulen. Das ist halt ein sehr langwieriger Prozess, dieses Vormarschieren. Seine Kavallerie ist recht schnell schon da. Das ist ja auch logisch. Seine Bogenschützen kommen als nächstes an. Danach kommen teilweise Pikeniere und Legionäre an. So, man sieht, seine Kavallerie ist jetzt schon da. Es kam zwischendurch ein bisschen Feuer auf seine Streitwagen, allerdings nicht so viel, dass es von Relevanz wäre. Seine Infanterie ist auch schon da. Jetzt schießt seine Bogenschütze auch schon schön fleißig hier. Die Kavallerie hat er nach hier hinten geschickt. Kann jetzt hier nochmal Günther Shadow ein bisschen unterstützen, die Bogenschützen abzuschoben und zu vernichten. Die Kavallerie war ja doch hier recht weit außen. Die hat auch hier gar nicht einsetzen müssen. Man sieht ja, die Kataphrakte drüben haben alles getan, was sie brauchten. So, spulen wir wieder ein bisschen weiter vor. Er hat jetzt einen sehr schlauen Schachzug gemacht. Er hat seine Bogenschützen hinter die feindlichen Linien geführt und konnte jetzt hier, theoretisch gesehen, seelenruhig in den Rücken der Spartaner schießen. Genauso wie auch seine Hobliten, also Phalanx-Pikeniere. Die musste jetzt einfach nur vormarschieren lassen. Die waren sofort hinter der feindlichen Linie und konnten natürlich die Spartaner sofort in die Zange nehmen. Was ein ganz schönes Problem darstellt für die Griechen. Man sieht hier, er marschierte ganz normal vorwärts und war jetzt sofort hinter der Linie, weil die Spartaner hier auch sofort beschäftigt waren. Die hatten einfach keine Chance gehabt. Er fächert sich zwar nochmal sehr breit auf, in der Hoffnung, dass er hier noch was machen kann, allerdings war das nicht so effektiv. Die Bogenschützen schießen hier schön die feindliche Linie hinten rein. Man sieht, die klappen regelmäßig ein paar Leute um. Jetzt ist er schon hinter der feindlichen Linie angekommen, also die Griechen wurden komplett gesandwiched. Jetzt kommt hier der erste Rush vor von seinen Silberschild-Pikenieren hinten rein in die Linie. Da hatten die Spartaner keine Chance mehr gehabt, das Ding war für die gelaufen. Hier drüben sieht es genauso ziemlich gut aus. Er lässt sie einfach hier vormarschieren, kommt dann Stück für Stück dahinter an. Naja, man sieht hier. Ups, das wollte ich eigentlich gar nicht so machen. Jetzt, wo der Rush von allen Armeen vorkommt, also die Spartaner hatten keine Chance, die wurden komplett ins. Also komplett gesandwiched, da war das Ding für die verloren. Hier hinten sieht man nochmal die Kavallerie von Scipion ordentlich Damage machen bei der fliehenden Armee. Der hat hier die ganzen Einheiten abgefangen. Hat also quasi ziemlich abgestaubt, würde ich sagen. Aber hat uns ja nicht gestört, er hat seinen Soll erfüllt. Er hat das gemacht, wozu wir ihn gebraucht haben. Und zwar schnell, um nochmal von hinten zu kommen, hier drüben. Hier hat es natürlich auch schön effektiv geklappt. Man sieht hier, wie die Spartaner schön die Zange genommen worden sind. Also unsere Taktik ist super aufgegangen. War wirklich ein perfektes Beispiel dafür, dass man auch durch Absprache sehr effektiv arbeiten kann. Die haben es nämlich gut absprechen können über TS nochmal.
was wir alle gemacht haben. So, und jetzt kommen eigentlich auch wieder Vorsprung. Man sieht hier, wie die Kavallerie alles zernuppt. Hier drüben kommen jetzt die Bogenschützen, die haben gar nichts mehr zu tun. Jetzt kommt halt wieder dieser Punkt, wo man sich neu formieren muss. Jetzt schauen wir ein bisschen vor. Die Kavallerie nimmt natürlich hier hinten alle römischen Armeen mit in Tod. Die hatten gar keine Chance mehr gehabt. Die gesamte römische Armee vernichtet von Scipion. Nur von seiner Kavallerie. So, jetzt marschiert er hier auch wieder schön vorwärts. Und jetzt kommt ein Punkt, den ich sehr gut fand. Und zwar hat er die hier in offene Formation gestellt. Dadurch konnte ja die feindliche Kavallerie, musste ja, wenn sie anstürmt, sich einen Wagen fixieren. Und jetzt konnte der hier seelenruhig durchfahren. Und konnte ein paar mit dem Tod nehmen. Hier drüben, die Bauern sind auch sofort geflohen. Also es war kluger Schachzug. Die Wagen konnten jetzt auch in Ruhe durchmarschieren hier. Sind hinter die Linie gekommen von denen, die sich hier drüben fixiert haben. Meine und seine Kavallerie schnappen sich jetzt hier sämtliche Einheiten. Die Streitwagen dezimieren nochmal deutlich die Generalseinheiten, die hier von den Germanen noch übrig waren. Jetzt kommen ja auch die Berserker dazu, die haben hier ganz schön viele Verluste bei seinen Streitwagen gemacht. Schade, schade. Nichtsdestotrotz haben noch viele hier in Tod gerissen. Also hier drüben die Elitebogenschützenmann hat auch keine Chance mehr gehabt. Jetzt chargt meine Kavallerie in den General rein. Die Streitwagen laufen genau jetzt amok. Und jetzt haben wir uns nur darum gekümmert, hier drüben den General uns zu schnappen, der hier noch übrig geblieben ist. Welches jetzt unser Ziel war. Man sieht, der rennt ja jetzt hier weg. Jetzt kommt unsere Kavallerie hier ran. Als erstes wird natürlich hier die leichte Lanzenreiter durchkommen, weil sie eben die schnellste Kavallerie im Spiel sind, glaube ich. Kommen wir recht schnell durch. Direkt dahinter sind dann die Kataphrakte und die makedonische Kaff ist auch nicht ohne. Weil die Kataphrakte halt erschöpft sind, brauchen die halt deutlich länger als die, naja, nicht wirklich strapazierte Kavallerie von mir halt. Ja, und jetzt kommt alles zusammen und der General wird jetzt zum Tode geprügelt und muss jetzt zum Tod kämpfen. Naja, und das war jetzt die Sichtweise von Scipion. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Damit ist auch das Special beendet. Ihr findet oben rechts den Link zu Günther Shadows Video und oben links den Link zu meinem Video nochmal, von meiner Sichtweise. Also es sind jetzt so die Sichtweisen. Ja, und hier seht ihr nochmal, wie wir alle aufmarschiert sind. Er hatte von allen, also von unseren Armeen, das kleinste Heer. Hat aber die meisten Kills gehabt, weil er eben die ganzen Römer abgefangen hat, aber gut. Hat uns nicht gestört. Hatte auch die wenigsten Verluste gehabt, also das war ja fast gar nichts. Trotzdem war er eine sehr entscheidende Rolle. Er konnte schnell über die Flanke kommen und unterstützen. Und hat die römische Armee schön weggerusht, hat auch dann nochmal den General, also die Generalskaff von dem Germanen ganz schön weggeballert. Naja, ich hoffe, euch hat die Schlacht gefallen. Hier kann ich jetzt endlich in die Statistiken gehen, weil jetzt hier nur die Armeen von den Makedonen sieht. Was halt mein Replay ist. Aber ich hoffe, euch hat die Schlacht gefallen. Und dann verabschiede ich mich erstmal von euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal.